Yo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SimCity. Ja, hier live so gesagt aus Simshausen 2016. Ja, gut. In der letzten Folge haben wir ja endlich angefangen, uns ein eigenes Städtchen zu bauen. Also im Moment ist es noch kein Städtchen, sondern eher noch ein Dörfle. Aber ja, der Bürgermeister hat ja gesagt, dass wir Strom brauchen. In der Arbeit, okay. Es ist jetzt, wie viel Uhr ist es denn in Sims Haus? Oh, 2:37 Uhr ist es. Okay. Also. Strom haben wir doch normal, oder? Wir haben doch Strom. Ach, keine horizontale Windturbine. Ah, okay. Also, das heißt, wir brauchen Strom. Aber Strom haben wir. Das ist irgendwie voll komisch, aber. Leute, guckt euch das jetzt mal an. Wenn ihr die letzte Folge guckt, da hat am Ende gestanden, in dieser Stadt brauchen wir Strom. Ich habe gerade gesehen, hier ist doch normal Strom. Wir brauchen mehr Energie, um produktiv zu bleiben. Ach so, sie müssen einen weiteren Generator hinzufügen. Mache ich, natürlich, ist ja klar. So, einen weiteren Generator. Stellen Sie sicher, ja. Glauben Sie wirklich, mit ein paar Magnetturbinen lassen sich ganze Stadt mit Strom versorgen? Also wirklich, Bürgermeister, bleiben Sie realistisch. Bearbeiten. Okay. Wie bearbeite ich das jetzt? Ach so. Okay. So ein Windrad kostet also 5.000. Das kostet 10.000. Das ist ein bisschen teuer. Würde ich mal sagen, dass es ein bisschen teuer ist. So. Klack, klack. Da würde ich sagen, lassen was, oder? Was ist denn das hier? Ein Windkraftschild. Lol. Lolsk. Was ist das? Ein Windkraftschild. Servicestraße. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, eine Servicestraße bauen wir mal an, oder? So. Und dann so. Ja, Leute, das sieht doch schon realistischer aus. Jetzt mit zwei Dingern hier. Mit zwei Windrädern, so gesagt. Und ja, normal hatte ich es heute in dieser Folge vor, mit euch meine Stadt zu erweitern. Beziehungsweise erstmal hier noch ein paar Häuschen hinzubauen. Hier zwischen die Zwischenstraßen. Die werde ich auch so lassen, weil Straße ist Straße. Da können überall Autos hinfahren. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal bis ganz hier runter Wohnhäuser. Dann kostet es eigentlich Geld? Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Kostet kein Geld. Okay, sehr schön. Nur die Straßen kosten anscheinend Geld. Ja, ist ja auch logisch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier die Dinger hinkommen. Dann machen wir einfach mal Geschwindigkeit Nummer 3. So. Und, ah, hier können wir jetzt gucken, wo Straßen hingebaut werden können. Ah, okay. Gut, die kommen jetzt hier. Dann würde ich sagen, kommt einfach hier noch eine Straße hin. Hier hoch, so. Und noch hier eine Straße hoch. Kommt noch hier eine hoch. Weil wir wollen ja ein paar mehr Einwohner kriegen, liebe Freunde. Ich hoffe, da könnt ihr mir alle zustimmen, dass wir mehr Einwohner haben wollen in unserem Dorf. Oh, hier müssen zwei Häuser dann weichen. Nee, das, ich glaube, das lasse ich lieber mal. Das bauen wir einfach ganz außenrum hier. So machen wir das. Und dann so. Keine Angst, Leute, ich weiß schon, was ich hier mache. So, ich würde sagen, das hier bauen wir auch noch gerade zu. So, wir haben jetzt gerade mal 2000 verblembert. Kann man ja mal machen hier. So, dann würde ich sagen, gehen wir aus dem Baumodus wieder raus. So, jetzt sieht es hier schon besser aus. Und jetzt würde ich sagen, liebe Freunde, fangen wir an mit mehr Wohnhäusern. Ja, erstmal die Wohnsiedlung hier richtig hinbauen, so. Weil, ihr wisst ja, Wohnhäuser sind ja wichtiger wie Industrie. Also Industrie ist natürlich auch wichtig, ist ja klar bei SimCity. Aber wir müssen ein bisschen Wohngebiet haben, damit wir wenigstens mal 1000 Einwohner mehr hier haben. So, dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein bisschen Siedlung. Hier so, hier so. Hier in der Autobahn mache ich keine hin, weil ich meine, wer steigt schon gerne an der Autobahn ein? Niemand, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wirklich niemand. Und, ja. So, jetzt erstmal gucken, wie es mit dem Geld steht. 21.000. Da würde ich sagen, da geht noch ein bisschen was. Wir haben jetzt wieder verdient, 300 Dollar. 300 Sims haben wir wieder verdient. So, dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes ein paar Gewerbetools. Dann kommt hier so ein Gewerbezentrum hin, würde ich sagen. Es wird ja.
wird ja später alles noch hier regeneriert, so gesagt. Das heißt, später stehen hier Hochhäuser und so. Aber ihr seht schon, liebe Freunde, mit ein paar Klicks haben wir eine ganze Wohnsiedlung gebaut. So einfach ist das in SimCity. Das heißt, in diesen 25 Folgen, die wir vorhaben, können wir eine ganze Großstadt ungefähr bauen. Wenn wir in einer Folge, also ich könnte theoretisch jetzt in einer Folge hier alles zubauen. Das gängte in einer Folge. Und ihr seht schon, hier entwickelt schon ein schönes, kleines, ein etwas größeres Dörfchen. Eine kleine Stadt, würde ich schon eher sagen. Und wir bekommen immer mehr Geld, weil immer mehr Leute jetzt kommen und immer mehr Leute arbeiten gehen. Und so wurde der Bau genehmigt von der Spielehalle. Ah, wie schön, eine Spielehalle. Habe ich mir schon immer gewünscht. Und ihr seht schon, man kann jeden Sim anklicken und der will sich billige Sachen kaufen. Ja, dann gehen wir schön billige Sachen kaufen in diesen Laden da hinten. Ah, Mann, ich finde meine Stadt irgendwie gerade so schön. Und hier, was haben wir hier? Alles klar, hier kommt genug Wasser rein. Schatz, ich koche uns Lieblingsessen. Ja, was haben wir hier? Ich finde, das neue Windkraftwerk in der Stadt sieht gut aus. Ja, und da hinten, oh, da gibt es einen Mängel. Diese Stadt ist wirklich winzig. Ich hoffe, es wächst bald. Ah, ja. Winzig ist ja jetzt wieder ein anderes Wort, Leute. Wir haben jetzt schon 366 Einwohner. Das ist ungefähr so viel wie ein durchschnittliches größeres Dorf. Ein ganz normales, so ein größeres Dorf mit so mehr Einfahrten und so, wie man es kennt vom Lande eben. Aber wenn wir mal bei Folge 10 sind, ist hier alles zugebaut. Dann haben wir hier auch schon ein paar mehr Gewerben und so. Und hier, ich bin auf einen langen Arbeitstag eingestellt. Ja, dann arbeite doch einfach mal. Und hier haben wir schon Level, naja. Naja, ist Level, naja. Okay. So, ja, Schatz, ich koche Lieblingsessen. Was haben wir denn? Oh, meine Kinder haben keinen Platz, wo sie spielen können. Wir brauchen einen Park. Okay, wir brauchen also einen Park. Ja, ich habe irgendwie hier unten, da habe ich schon was gesehen. Hier ist Feuerwehr. Ah, eine Feuerwehrwache. Oh, die kostet 20.000. Ich glaube, wenn wir die kaufen, sind wir arme Leute. Parks. Ah, Parks, Parks, Parks. Sportpark. Oh, das sieht doch gut aus. Ein Sportpark. Liebe Friends. Ich sage, wollen wir hier einfach mal einen Sportpark hin. So. Oh, jetzt können auch hier schön die Kinder spielen. Guckt mal, wie schön. Ja, da haben wir doch was für 100 Dollar doch was Schönes gemacht. Ja, schon auf einen langen Arbeitstag. Unsere Nachbarn haben ein Gemeinschaftshaus. Wir sollten sie um Geld bitten. Jo, mach das doch einfach mal. Wirklich coole Häuser stehen hier, muss ich wirklich sagen, liebe Freunde. Richtig coole Häuser. Ach, Mann, ich liebe SimCity. Über alles. Und ich finde es auch toll, dass ihr... Also, dass euch dieses Projekt so sehr gefällt. Ich habe es mir extra gekauft für euch, SimCity. Naja, hat jetzt nur 30 Euro gekostet. Bei Amazon. Natürlich die Gold-Edition. Das heißt... Da sind schon so einige Packs und so dabei. Und ja, und einige Maps natürlich. Ich glaube, Standard hat 10 Maps. Ich glaube, hier sind 15 Maps oder so. Das heißt, ich glaube, das hier ist eine neue Map, wie es aussieht. Scheint eine neue Map zu sein. Sieht natürlich auch sehr geil aus. Ja. Ich hoffe mal, dass Windkraftwerk ein Zeichen für eine gute Stadt ist. Ja, wissen wir schon. Und ich möchte mal kurz noch was gucken. Wo sind denn die Analytik? Oh, hier sind wir schon... Ah. Ich sehe mal, was Gewerbe und was Industrietools sind. Okay. Wir sind schon auf 23.000 jetzt hochgegangen. Also in 5 Minuten verdienen wir ungefähr 2.000 Sims. Okay. Das ist sehr gut. Und hier liegt irgendein Schrott rum. Naja. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist schon bald auf Level 2, dieses Ding hier. Also, ihr habt ja gesehen bestimmt, wer auch den Sims-Trailer geguckt hat. SimCity-Trailer. Was da riesengroße Atomkraftwerke. Das heißt, dieses Teil hier ist auf Level 3 bestimmt ein Atomkraftwerk. Auf Level 2 ist es ein größeres mit hohen Türmen und dann kommt ein Atomkraftwerk, glaube ich. Ja, das hier wird in späteren Verlaufe noch ein, das heißt so ein Riesenplatz ist nachher ein riesengroßes Riesenrad, ein Windrad. Ja, was ist denn hier? Achso, immer diese Antworten, Leute, immer wieder kommen sie, die Antworten. Aber irgendwie ist gerade hier, wartet mal kurz, Einstellungen. Irgendwie ist die Grafik, ach, guckt mal da, stellen wir mal auf hoch, komm. Dann mache ich auch auf V-Sync aus hier. Bewegungsschärfe, die mache ich auch mal aus. Die nervt mich nämlich. Und dann anwenden. Jetzt lag's wieder kurz. Achtung. Jau. Annehmen. Ja. Leute, es sieht schon viel besser aus wie vorher, oder? Guckt jetzt mal hier die Bäume. Ah, sind schon ein bisschen besser. Bisschen detailgereicher sind sie jetzt schon. Ja. Und, oh. Ich glaube doch nicht, dass es gut geht. Oder? Ah, nee. Jetzt lag's. Okay.
An was das jetzt liegt, weiß ich nicht, liebe Freunde. Aber es sind 52 FPS. Ich weiß, dieses Spiel zieht sehr viel Energie. Es braucht auch ein paar Gigabyte Arbeits, also Grafikspeicher, weil ihr wisst ja hier diese 3D-Engines und so von den Häusern, die muss natürlich alles berechnet werden. Das muss die Grafikkarte alles berechnen. Und ja, mittlerweile nur noch eine GTX 79. Ich glaube, auf Ultra haben wir da ein bisschen Probleme, auch durch die Aufnahme. Wenn ich jetzt die Aufnahme stoppe, sind es bestimmt wieder über 100 FPS, weil die Aufnahme zieht ja auch insgesamt, ich glaube, 40 FPS zieht die Aufnahme. Und jetzt haben wir hier Wasser, okay. Gut, aber ich würde sagen, in der Zeit, wo ich jetzt da hinten noch ein bisschen vergnügen, bauen wir noch ein paar Industriegebiete. Ja, ein paar Industriegebiete bauen wir noch. So, da würde ich sagen, holen wir uns eine neue Straße. Ja, hier haben wir eine Autobahn. Eieieiei. Ja. Wir holen uns einfach die Standarddinger hier. Achso, das gehört alles zum... Ach so. Okay. So. War das jetzt C? V? Leertaste? Screenshot gespeichert. Okay. Sascha Data. Okay. Gut. Naja. Escape. Dann auf Haus. Dann machen wir hier Industrietool. So. Bauen wir einfach mal. Was bauen wir denn da hin? Wohngebiete. Gewerbegebiete. Ah, das ist wieder dieses Dings. Windkarte. Okay, Wind kommt von hier. Leute, ich glaube, wir haben noch einen kleinen Fehler gemacht bei unserem Windrad. Und was haben wir denn jetzt hier? Wasser, wo ist denn Wasser? Technologie? Technologie haben wir jetzt nur eins und das ist noch im roten Bereich, weil ihr wisst ja, wir sind ja noch nicht so weit. Und was haben wir hier? Geschirr. Ah, guckt mal hier. Das sieht doch schon gut aus alles. Ich finde, das sieht gut aus. Die Höhe zumindest von den Diagrammen. Was haben wir jetzt noch hier? Ah, die Zufriedenheit der Einwohner, das ist auch gut. Alles überwiegend grün und blau. Das ist gut. Dann, wo haben wir jetzt Wasser? Wasser muss doch irgendwo stehen. Wasser. Ah, okay. Wir haben den Turm am Scheißplatz hingesetzt. Da, wo gar kein Wasser ist. Aber das Wasser fließt ja gut. Deswegen müssen wir keine Bedenken haben, weil später kommt noch ein anderer Wasserturm hin. Ist ja klar. Und gut. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt nur kurz gecheckt. Dann kommt jetzt das hier hin. Dann bauen wir einfach mal hier hoch. So. Hier noch ein bisschen hoch. So. Yo. Der Wind kommt von hier. Das heißt, nochmal auf volle Geschwindigkeit. So, jetzt rastet der hier wieder aus. Ich raste aus. So, kann man jetzt hier ein bisschen bearbeiten vielleicht. Ich möchte den gern drehen. Ich würde ihn gern drehen. Geht das? Geht das vielleicht? Aktuelle Windgeschwindigkeit. 10 km/h der Wind, okay. Drehen. Was sind das? Bögen. Kurven. Kreise. Okay, dreht sich jetzt der Turm hier oder was? Naja, Leute, Freunde. Hier wird schon. Was ist das? Eine freie Fabrik? Ein Kohle. Oh, Kohlefabrik. Hier ist hier das gleiche gebaut worden. Naja, ich glaube, die Sims wissen gar nicht, um was es hier überhaupt geht mit dem Dings. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, kommt jetzt... Oder gehört das dazu? Ich weiß nicht, ich guck mal kurz, Gewerbetool. Ne, gehört alles dazu. Sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus. Es ist gerade symmetrisch. Ja, bei so viel Energie besteht ein Risiko mehr... Besteht kein Risiko mehr, dass der Strom ausfällt. Was haben wir hier? Ah, ich liebe das Rad an der Maschine am Morgen. Das ist eine negative Antwort, dass der das Rad an der Maschine liebt am frühen Morgen. Ich glaube, der hat Drogen genommen. Ich weiß nicht, was sie für Drogen nimmt, aber naja. So. Ich liebe die Turbinen, wunderschön. Ja, ich liebe die auch. Ich glaube, die haben schon geheiratet. Die zwei haben jetzt geheiratet hier. Kann es keiner mehr haben. Aber was haben wir hier? Uff, ich fühle mich absolut krank. Oh, Leute, da fühlt sich einer krank. Das ist auch nicht gut, wenn sich hier einer krank fühlt. Und ja, ich weiß, SimCity besteht meist nur aus Labern. Aber ja gut, 20.000, muss das sein? Oh Gott. Ja, dann habe ich doch nichts mehr für meine Dings, für meinen Strom. Aber wenn es sein muss, dann muss es eben sein. Deswegen kommt hier jetzt ein Krankenhaus hin. So. Vielleicht lasse ich auch einfach SimCity über Nacht laufen. Dann haben wir morgen früh wieder Geld, wenn ich morgen aufnehme. Ist logisch.
Und hier haben wir jetzt endlich ein Krankenhaus, das endlich geöffnet werden kann. Möchten Sie etwas was? Möchten Sie etwas über das Finanzfeld erfahren? Ja, klar. Sie müssen nicht unbedingt in den roten Zahlen sein, um sich einmal in Ihren genauer umzusehen. Klicken Sie einfach auf das Schaltfläche, um das Finanz zu öffnen. Oh. Ach, stimmt. Okay, aber jetzt sagen wir einfach mal die Steuern. Ausgaben? Ach so, das haben wir jetzt alles ausgegeben hier für Gesundheit und so. Ah, da steht alles drin. Okay, weiß ich. Das sind die Einnahmen, die wir gekriegt haben. Alles nur durch Industrie. Ja, und hier sind die Steuern. Ja, ich weiß, die kann man runtersetzen. Kredite, ja. Okay, hier sind die neuesten Transaktionen. Wir haben Stadtkasse. Die hat. Oh, unsere Stadt ist etwas arm. Naja, ich meine, für so ein Dörfschle ist das ja. Ist das schon okay. Ich glaube, ich habe noch nie ein Dorf gesehen, das über 1 Million hat. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal die Steuern etwas runter. Was haben wir denn hier jetzt? Da würde ich sagen, machen wir uns einfach auf 8% die Steuern. Ich glaube, die Steuern bei uns in der echten Welt sind, ja, 7% Mehrwertsteuer haben wir jetzt im Moment in Deutschland. Und wir machen es einfach auf 8%, weil mehr Kohle, liebe Freunde, die mehr Steuern, mehr Kohlen. Versteht ihr? Weil wir brauchen ja mehr. Oh. Leute, guckt euch das mal an. Wir haben Finanzstand, also Grundstückpreis, Level 2 erreicht. Oh mein Gott, wie cool. Wir haben Level 2. Es ist vergrößert. Alter, wie cool das aussieht. Guckt mal, jetzt haben wir so ein kleines Einkaufshäuschen, haben wir jetzt hier schon. Ist schon fast ein Einkaufszentrum hier, das. Oh, das sieht cool aus. Was haben wir hier? Haben wir überhaupt irgendwann einmal ein Wochenende frei? Ja, ihr dürft ruhig frei nehmen, liebe Sims, aber geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Das heißt, es sind nur solche komischen Dialoge, dass der liebe Let's Player Sashi hier die Leute auf Trab hält, die zugucken. So, was haben wir hier? Die Erde wird. Ah ja, gut. Ich glaube, ich lese nicht mehr die Kommentare vor. Ich klicke die einfach nur an und lese sie für mich. Ich glaube, euch nervt es so langsam. Wir haben im Moment nicht genug Fabrikarbeiter. Was? Technikstufe. Ne, Dichte? Oh, das ist die Region. Ich würde sagen, da gehen wir einfach nochmal rein. Ich möchte wieder zurück. Hallo. Ja, genau. So, meine Stadt. Wir sind bei 17 Minuten, okay? Da würde ich sagen, machen wir einfach noch ein paar Doppelte. Dichte. Steht Mittel. Warum ist denn hier zu wenig? Hä? Wo arbeiten die alle? Hier ist die Dichte okay. Ach, die arbeiten alle hier in den Märkten. Im Marktviertel schaffen die alle. Oh, okay. Das heißt dann wohl, hier in Richtung Industrie auch noch ein bisschen was hinsetzen. Und wir haben wieder 6.000 Dollar. Das ist doch schön. So, da würde ich sagen, einfach noch ein paar Straßen bauen wir dafür. So. Genau. Wir bauen dann einfach hier oben noch ein paar Häuser hin, liebe Freunde. So, das sieht jetzt ein bisschen crank hier oben aus, aber scheiß drauf. Da können wir einfach jetzt noch ein paar Wohnhäuser hinsetzen. Schweiß in der Nähe von der Industrie. Wird ein bisschen billiger. Ja, wird ein bisschen billiger. Liebe Einwohner. So, und schon machen wir auf Geschwindigkeit 3. Let's go. Gucken wir mal, wie hier schön die Häuser gebaut werden. Ah, wie schön. Es müsste auch in echt irgendwie. Man müsste gar nicht mit so Zeitreisen-Dinger da machen. Es müsste einfach sein wie in SimCity 4 damals. Das Spiel von 2005. Das ist eines der ersten SimCities, war das, glaube ich, sogar. Das Deluxe da damals. Da hat man einfach ein Haus gesetzt und schon war es da in einer Sekunde. Das heißt, dann kam kurz so ein Baugeräusch. Klack, klack, klack. Und schon war das Haus da. Hier ist jetzt ein bisschen realistischer. Ich weiß, ein Haus wird in echt auch nicht in einer Sekunde gebaut. Aber fällt gerade auf, ich habe Gewerbe gebaut. Leute, wir haben einen Fail gemacht. Naja, gut. Das heißt dann wohl, abreißen, abreißen. Obwohl, ein bisschen Gewerbe können wir schon stehen lassen. Vielleicht. Nee, wir reißen nochmal alles ab. Es gibt dann ein bisschen mehr Geld wieder. So, tut mir leid, Freunde. Das war gerade ein Mega-Fail von mir. Ich muss das hier setzen. Ich muss es hier wieder refreshen.
Das da oben können wir ruhig stehen lassen. So ein kleiner Snack für zwischendurch sich mal zu holen. So, dann würde ich einfach sagen, kommen jetzt hier wieder die Wohnhäuser hin. So. Muss jetzt eben einer an der Autobahn wohnen, aber ja gut. Da wieder auf volles Tempo. Und nun werden Wohnhäuser gebaut. Diesmal auch richtig. Tut mir leid, das haben wir eben mal abgerissen. Hat man auch mal jetzt gesehen, wie abgerissen wird. Naja. Auch wieder voll unrealistisch, mit einem Klick alles abzureißen. Naja. Und hier wohnen jetzt neue Leute. Das heißt dann wohl, ein gutes, Einkommen für uns. So, und ihr seht schon, der Pegel steigt schon ein bisschen. Das ist ja gut, muss ich sagen. Ja, und wir sind auch gleich wieder am Ende angelangt. Ich würde sagen, wir gucken gerade noch, wie ein bisschen der Pegel hier steigt, oder? Oh, was haben wir denn hier? Autsch, ich habe mich verletzt, ruf einen Krankenwagen. Wie geht denn ein Krankenwagen? Ja, ihr wisst ja, ich habe es nie gespielt. Und, ruf einen Krankenwagen. Krankenwagen? Wie geht das? Ja, ein Krankenwagen. Gesundheitskarte. Ja, jetzt einer verletzt, ich weiß, aber wie geht denn das? Wir können auch eine Naturkatastrophe machen, aber das machen wir natürlich nicht, ist ja klar. Und was ist denn das hier? Schnief. Hat jemand ein Taschentuch? Oh, ja, geh doch einfach hier ins Krankenhaus. Guckt mal, da ist auch ein Krankenhaus. Direkt an der Ecke hier. Was die alle wollen hier. Ich könnte einfach ins Krankenhaus gehen. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ja. Ja, dann. Oh, jetzt ist er auch noch auf grün gekommen. Und hier. Mittel, okay. Naja, ich meine, wer will schon nach der Fabrik schaffen hier? Niemand. Da will ich einfach mal kurz sagen. Da machen wir jetzt mal kurz. Hier. So, wo ist meine Maus jetzt hin? Meine Maus ist gerade weg. Okay, gut Leute, aber ich würde sagen, mit der Maus, da gucke ich jetzt mal offline, was das soll hier jetzt gerade, meine Maus gerade irgendwie voll weg. Naja gut, ich hoffe, euch hat wieder diese Folge SimCity gefallen, wie ihr sehen könnt. Wir haben schon ein bisschen was erreicht jetzt in dieser Folge und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach den Daumen nach oben da und wie immer, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Sascha LP, haut rein, ciao Leute.